der Stream nicht gelaufen ist vernünftig. Na ja, komm. Das hat ein komischer Sound. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Warum nicht? Ich will aber. Kanzler Eamon. Boah, das ist ja so ein dämlicher Typ, der einen die ganze Zeit zurückkickt, ey. Das geht noch nicht. Die Gegner habe ich ja gefressen, ne? Erst sich wegporten und einen dann noch wegkicken. Geht ja gar nicht. Leben. Danke. Die ganzen komischen Skelette hier wegmachen. Die mich hier so netterweise angreifen die ganze Zeit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nicht sterben. Hui. Hallo? Hänge ich da an dem scheiß Sarg fest? Das gibt's doch nicht. Läuft aber auch gerade optimal ungünstig. Level 10. Da habe ich natürlich meinen Massaker-Bonus verloren. Aber, naja. Gnadenlos. Ah, da ist er ja noch. Macht mein Massaker-Bonus oder wieder. Eher gesagt. So. Bist du auch dahin? Und wir schauen mal, was wir hier gekriegt haben. Gibt uns ein bisschen Schaden dazu. Das gibt uns wesentlich mehr Leben und so weiter. Aber dafür wesentlich weniger Schaden. Stadtportal. Haben wir jetzt gelernt. Das können wir also jetzt verwenden. Und tun das auch so gleich. Sonst haben wir nichts bekommen, was wir brauchen können. Nee. Leider nein. Ihr habt die Krone gefunden. Neuer Fertigkeitenplatz. Überwältigen. Okay. Aufstampfen, spalten. Und ein Level 10 Talent, ein Pfund Fleisch, Heilkugeln erhöhen, Lebensregeneration, gnadenlos, fügt Gegner mit weniger als 30% Leben 40% mehr Schaden zu. Ich glaube, wir nehmen fürs Erste das hier. Hallo Handwerker. Wir haben einen Schmied freigeschaltet und haben auch direkt ein paar Stiefelchen gekriegt. Können jetzt also hingehen und können Sachen wiederverwerten. Wie zum Beispiel. Hallo? Achso, ich muss hier auf das Ding drücken. Dann kann ich das alles hier so durchdrücken und kann Sachen wiederverwerten. Und natürlich können wir den auch ausbilden. Und können uns dann für gewisse Levelbereiche, schon die weit über uns liegen, Rüstungen herstellen. Unter anderem aber auch zum Beispiel sowas hier. Oder sowas hier. Machen wir aber gerade noch nicht. Heben uns noch auf. Leorics Krone wurde neu geschmiedet. Ja. Halt die Klappe. Wir gehen wieder in den Garten der Kathedrale. Und wieder oder in Leorics Korridor zurück. Denn jetzt gleich werden wir den Skelettkönig das erste Mal töten oder begegnen. Beziehungsweise es dauert noch einen kleinen Moment, bis wir da sind, aber wir werden ihm auf jeden Fall begegnen. Na, kommt. Ihr Drecksviecher. Mit allen Mitteln. Opfer. Was habe ich denn jetzt bekommen? Komisches. Keine Ahnung, was das war. Ich schwöre mich nicht. Glaube ich. Was ist das eigentlich? Guck mal, es ist überwältigend. Entfesselt einen fernen Angriff mit Gegner in der Nähe, okay.
Hallo? Würdet ihr mir mal bitte weniger Schaden machen? Die habt ihr wohl nicht alle. So, erstmal betäuben. Ich glaube, ihr spinnt. Habe ich eigentlich schon irgendwas fertigkeitenmäßig... Ups, das waren nicht die Fertigkeiten. Fertigkeitenmäßig, was Schaden macht, wirklich. Also hier mit Rechtsklick. Hier kann ich auf jeden Fall Eruption hinzufügen. Und hier kann ich Frostbeulen hinzufügen. Ja, zerfleischen habe ich. Das hätte ich gerne. Aber das hätte ich gerne... Doch, das hätte ich schon gerne da, aber hier hätte ich dafür gerne Spalten mit Eruption. Jawohl. So sieht das gut aus. Zuschauer leider immer noch gleich null. Der blutet schön, der Gegner. Ich bin mein einzigster und treuster Zuschauer. Aber wie schon gesagt, die Zuschauer sind mir relativ unwichtig gerade im Moment. Da es mir wirklich darum geht zu sehen, was kann ich erreichen, wie lange kann ich streamen, wie lange halte ich das Ganze durch. Diesen dämlichen Schatzgoblin würde ich ja gerne mal töten, ne? Aber das Vieh ist einfach so flink. Einfach so flink ist dieses Mistvieh. Hey, 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 das ist diesmal noch flinker als der letzte. Vor allem teleportiert sich das Vieh immer. Wo ist es denn jetzt? Da. Könnten wir aber diesmal sogar fast noch hinkriegen, das ganze Ding zu töten. Ah, das wird verdammt knapp. Juhu, haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sensationell. Ah, in die Webcam gucke ich relativ selten rein. Sollte euch aufgefallen sein mittlerweile. Ganz einfach, weil ich nicht so oft mit Webcam aufnehme und es eigentlich auch nicht für nötig empfinde. Aber bei einem Livestream finde ich das doch ein bisschen, ja, gehört das irgendwie dazu. Na, nicht so viel Schaden machen bitte. Danke. Kriegen wir gleich wieder einen schönen Boost durch unser Massaker-Gedöns. Was sind das hier eigentlich für Dinger? Skelettwächter. Bitte einmal sterben. Danke. Und einmal das ganze Gold hier aufsammeln. Fässern natürlich auch immer schön zerstören. Haben leider von dem Schatzgoblin nichts Effektives bekommen. Ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt auf Twitch ist, wie man bei Twitch mal so ein bisschen was an ja, Zuschauern generieren kann, sage ich jetzt mal. Bei YouTube ist es ja so eine Sache der Ausdauer und der Vermarktung, mehr oder weniger. Bei Twitch weiß ich allerdings nicht, wie das läuft. Wie man dafür sorgt, dass sein Video oder sein Channel irgendwo auf den ersten Seiten auftaucht und nicht erst auf der 20. Seite. Also die nächsten Tage wird es auf jeden Fall auf YouTube immer wieder Diablo geben. Und wahrscheinlich nichts großartig anderes mehr. Möchte ich euch schon mal vorwarnen.
Natürlich weiterhin die stinknormalen Projekte, also wie World of Warcraft und sowas, wird natürlich alles weitergehen währenddessen. Ganz normal weiterlaufen. Aber es wird eben verstärkt WoW kommen. Verstärkt WoW kommen, ja. Verstärkt Diablo kommen. Da ich natürlich durch diesen Livestream vermutlich ein paar Videos zusammenkriegen werde. Nein, meine Zeit ist doch noch nicht gekommen, deswegen werde ich ja nicht sterben. So. Was ich immer interessant fände, wäre so ein, wenn da so ein Raid stattfinden würde. Auf den einzelnen, Twitch-Channel. Gerade jetzt so zum Beispiel auf meinen oder so. Ich weiß echt nicht, ich glaube, ich würde dann erstmal so einen halben Herzinfarkt kriegen. Wenn hier auf einmal so, keine Ahnung, 20.000 Leute oder 10.000 Leute drin sind. Und mich hier gucken quasi. Wenn auch nur für kurz. Ich denke, gerade sowas würde doch einen erstaunlichen Boost an Bekanntheit geben auf Twitch. Wenn man wirklich irgend so einen Raid abkriegen würde von einem bekannten Twitcher, vor allem Streamer. Da unten war noch. Okay, Level 11. Alles klar. Hier unten war noch so eine Truhe. Raserei, alles klar. Ich glaube, durch die Truhe hier kann man auch unter Umständen gut Massaker-Bonus generieren. Weil hier einfach so viele. So, weil hier einfach so viele Gegner kommen. Das ist gerade ungünstig irgendwie. Das ist gerade sehr ungünstig hier. Ich krieg doch hier nicht 46, ich hätte gerne den Bonus von den 46 Gegnern, danke. Töte die verbleibenden Gegner. Eine Bonustruhe werde ich definitiv nicht kriegen. Nur viel steht mal fest. Ja, ja, ist ja gut. Aber wir kriegen auf jeden Fall die Truhe. So, und EP. Das können wir ausrüsten. Das können wir ausrüsten. Und dann können wir weitergehen, denn wir haben ja schon gesehen, da oben war schon der richtige Weg. Da sehen wir den kleinen Pfeil, beziehungsweise jetzt Kreis gerade geworden. Och nee, ein gelber Gegner. Prinzipiell würde mich das ja freuen, aber ich bezweifle im Moment echt stark, dass ich den Skelettkönig töten werde gleich. Auf dem Schwierigkeitsgrad hier. Das bezweifle ich gerade nämlich stark. Nicht zu mir, nicht zu dir ziehen, du Arsch. Es tut doch weh. Das tut doch weh. Ich bin wieder gesund, vor allem. Du siehst aber nicht gerade gesund aus, mein Freund. Du siehst nicht gerade gesund aus, mein Freund. So, den gelben haben wir jetzt gleich auch fertig. Mal gucken, ob der uns noch was Nettes fallen lässt. Nur irgend so einen blauen Gegenstand, der wahrscheinlich wieder totaler Müll ist.
oder eben nicht für uns geeignet ist. Wie in diesem Fall.